Bei uns finden Sie die größte Teppichauswahl in der Lausitz. Teppichwelt Hoyerswerda. Egal ob Teppich, Bodenbelag oder Auswegware. Wir liefern kostenlos bis 30 Kilometer. Unser Fachpersonal steht Ihnen beim Verlegen und Ketteln mit Rat und Tat zur Seite. Sämtliches Zubehör zum Dekorieren Ihrer Fenster finden Sie in der Gardinenausstellung, einschließlich Nähservice. Neu ins Sortiment aufgenommen die Matratzenabteilung. Von Federkern bis Kaltschaum sind diese in allen Standardgrößen erhältlich. Die Lieferung und die Entsorgung der alten Matratzen ist kostenlos. Teppichwelt Hoyerswerda, Nähe Kaufland. Schauen Sie doch mal rein. Tritt der Tod in unser Leben, gibt es für die Angehörigen viele Fragen. In einem Vorsorgevertrag können Sie selbst vorher alles Wichtige bestimmen und regeln. Wir vom Bestattungshaus Bauschen-Wodne beraten Sie gern in einem persönlichen Gespräch zu allen wichtigen Fragen und das unverbindlich und kostenlos. Ihre Barbara Bausch vom Bestattungshaus Bauschen-Wodne, Ihr Helfer in den schwersten Stunden. Hallo Mamas, hallo Papas. Floris Rasselbande freut sich auch auf Ihren Nachwuchs und begleitet ihn mit einem Willkommenspräsent und regelmäßigen Überraschungen. Sie wohnen bei der Genossenschaft, Ihr Steppke ist in diesem Jahr geboren, dann machen Sie ihm ruhig das Geschenk. Es kostet Sie lediglich die Anmeldung bei Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Alle Infos unter Telefon Hoyerswerda 46 73 16 und im Netz unter lebensräume-hy.de. Werbung im Elsterwelle Fernsehen. Jetzt noch günstiger. 2:1 ist das Motto im Februar. Das heißt, 2 Wochen werben und nur eine bezahlen. Sie können so weit mehr als 60.000 Ihrer Kunden in Kamenz, Bernsdorf, Bergen, Laubusch, Schwarzkolm und der Stadt Hoyerswerda mehrmals täglich erreichen. Anruf genügt. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle. Wir bringen Sie ins Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Gefunden. Toter Mann in Knappenrode. Gemeldet. Hochwasserwarnstufe an der Schwarzen Elster. Gefragt. Kirche zur Autowäscheentscheidung. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Donnerstag, dem 31. Januar 2013. Im Sächsischen Landtag ist heute in der Aktuellen Stunde eine Debatte über das Vertrauen in das sächsische Gesundheitssystem entbrannt. Nach dem Organspendeskandal hat die Mehrheit der Bevölkerung den guten Glauben in das Gesundheitssystem verloren. Jetzt befassen sich die Politiker damit. Hier einige Redebeiträge. Zum Wertvollsten im Leben eines Menschen gehört die Gesundheit. Wer sie verliert, ist körperlich und seelisch nachhaltig beeinträchtigt. Diese Aussage kommt von einem, der überlebt hat, dank der Bereitschaft zur Spende für ein Spendenorgan. Ich, meine Damen und Herren, bin glücklich, dass ich in diesem Land geboren wurde und dass ich groß geworden bin hier und dass ich in der jetzigen und heutigen Zeit lebe, hier in Sachsen und hier in Deutschland, wo wir eben ein so gutes Gesundheitssystem haben. Und lassen Sie mich beginnen mit einigen Aussagen beziehungsweise ebenfalls mit einem Zitat von Herrn Professor Beeske. Es besteht der Eindruck, dass in keinem anderen hochindustrialisierten Land der Welt so kritisch über das System, über das eigene Gesundheitssystem diskutiert wird wie in Deutschland. Ja, es wurde festgestellt, wir haben in Deutschland das höchste Versorgungsniveau im Vergleich zu diesen 14 in hochindustrialisierten Ländern. Wir haben die höchste Hausarzt-, Zahnarzt-, Facharztdichte. Wir haben die höchste Krankenhauskapazität. Die Wartezeiten sind weltweit am geringsten. Frau Strempel, ich kenne auch ein Zitat und da ist für mich das Wertvollste, was der Mensch besitzt, das Leben.
Und darum kann sich dann vieles ranken. Da gehört selbstverständlich auch Gesundheit dazu, da gehört erwerbssicherndes Einkommen dazu, da gehört gesunde Freizeitgestaltung dazu oder auch aktive Freizeitgestaltung und vieles, vieles mehr. Aber darum geht es Ihnen ja heute mit dieser Debatte gar nicht. Ich finde das Thema, das Sie gewählt haben, sehr, sehr merkwürdig, weil wenn ich das mal aufgreife nach Organspendediskussionen, bin ich der Meinung, dass die Organspendediskussion oftmals gar nicht aufhören wird. Die wird es immer geben. Dass wir dieses Thema Organspende, Organspendebereitschaft nehmen müssen. 12.000 warten jährlich, die Zahlen sind heute genannt worden, wie viele überhaupt bereit sind, dieses Thema anzunehmen, wieder von Mensch zu denken, sich an diesem Thema zu entscheiden und eben auch diese Problematik anzunehmen. Und deshalb fand ich auch vorhin, was Herr Mann gesagt hat, so eine Debatte überflüssig sei, der vollkommen falsche Begriff für diese aktuelle Debatte heute. 4 von 5 Deutschen sind mit unserem Gesundheitssystem zufrieden. Das hat die aktuelle Umfrage des Instituts Allenbachs zum Ergebnis gebracht. Das Vertrauen unserer Gesundheitsversorgung ist so groß wie schon lange nicht mehr. Das ist wichtig, ein hoher Anspruch, aber auch gleichfalls eine große Verantwortung und auch meinerseits ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die dieses Ergebnis letzten Endes auch ermöglicht haben. Wie schnell aber auch dieses Vertrauen verspielt sein kann, zeigen die aktuellen Zahlen der derzeit bereiten Organspender. Ja, die Transplantationsmedizin und das hohe Ansehen der Transplantationsmediziner hat einen herben Schlag einstecken müssen. Die Manipulation in München, Göttingen, Regensburg und auch in Leipzig erschweren die Vertrauensbildung und die Vertrauenssicherung und das in einem ganz sensiblen Bereich. Unser demografischer Wandel, die steigende Multimorbidität unserer Patienten und daraus der erhöhte Pflegebedarf, das sind die Themen unserer Zukunft. Und so wird sich die Staatsregierung auf der Bundesebene auch für weitere Reformen einsetzen, so wie wir das bei dem Landärztegesetz oder auch beim Pflegeneuausrichtungsgesetz getan haben. Ich nenne hier nur das Präventionsgesetz oder auch die Krankenhausfinanzierung nach 2014, wenn denn in den neuen Ländern die Kassen nicht mehr finanzieren. Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im Januar erwartungsgemäß angestiegen und beträgt derzeit rund 226.000 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl aber um über 8.000 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt damit im Freistaat bei 10,6%. Zu den veröffentlichten Zahlen äußerte sich Sachsens Wirtschaftsminister Sven Morlock. Die Leistungskraft der sächsischen Unternehmen ist das Fundament dieser erfreulichen Entwicklung. Die Arbeitsmarktentwicklung im Freistaat ist weiterhin stabil. Der Freistaat sieht besondere Schwerpunkte in der betrieblichen Weiterbildung, in der Ausbildungsförderung, aber auch in der Förderung Langzeitarbeitsloser. Dafür stehen in den kommenden 2 Jahren 128 Millionen Euro aus den Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Landesmitteln zur Verfügung. Weitere Meldungen vom Tage sehen Sie gleich in der Drehscheibe. Mit uns fängt der Tag gepflegt an. Daheim statt im Heim ist unser Motto. Denn Ihre Selbstständigkeit in Ihrer gewohnten Umgebung und unsere professionelle und einfühlsame Betreuung sind das perfekte Team. Die Arbeiterwohlfahrt in Hoyerswerda. Nähere Infos unter Hoyerswerda 48 85 0 oder im Netz unter awo-lausitz.de. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Verkaufsoffenes Wochenende mit verkaufsoffenem Sonntag im Möbelzentrum Großrechen vom 1. bis 3. Februar. Mit einmaliger Sonderfinanzierung, das heißt 0% Zinsen bei 36 Monaten Laufzeit und das in allen Abteilungen. Sensationell kleine Raten, zum Beispiel auf unsere neuen hochwertigen Polstergarnituren in allen Größen und den traumhaften Schlafzimmern. Besuchen Sie unsere brandneue Küchenausstellung mit 50 hochmodernen und individuellen Küchenvarianten. Nutzen Sie unsere kostenlose termingerechte Lieferung, kostenlose Montage durch unsere Profis und kostenlose Entsorgung Ihrer alten Möbel.
Möbelzentrum Großreschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Willkommen zurück zur Drehscheibe. Was am Donnerstag vor Ihrer Haustür passiert ist, das sehen Sie jetzt in den Kurznachrichten. Ein toter Mann ist am Mittwochabend am Bebelplatz in Knappenrode gefunden worden. Der Radler war offenbar gestürzt und lag regungslos auf der Fahrbahn. Die Reanimationsversuche des herbeigerufenen Notarztes blieben erfolglos. Er konnte bei dem 73-Jährigen nur noch den Tod feststellen. Ob der Mann aufgrund des Sturzes ums Leben kam, muss nun die Polizei prüfen. Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war es regnerisch und sehr windig. Die Zahl der Arbeitslosen in Ostsachsen ist im Januar gestiegen. In Hoyerswerda und Kamenz gab es im Vergleich zum Dezember vergangenen Jahres 816 Jobsuchende mehr. Derzeit sind in der Geschäftsstelle Hoyerswerda 4.780 und in Kamenz 2.815 Arbeitslose gemeldet. Die Quoten liegen aktuell bei 13,5 und 7,5%. Zu den Gründen sagte Berit Kasten, die stellvertretende Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Bautzen, der Elsterwelle. Im Januar verzeichnen wir einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit im gesamten Raum Ostsachsen, aber natürlich auch in den Regionen Hoyerswerda und Kamenz. Insbesondere Arbeitnehmer aus dem Bereich des Hoch- und Tiefbaus und des Innenausbaus meldeten sich in den vergangenen Wochen arbeitslos. Aber auch mit dem Ende des Weihnachtsgeschäftes mussten sich zahlreiche Beschäftigte im Handel und im Hotel- und Gaststättenbereich zumindest vorübergehend arbeitslos melden. Im Vergleich zum Vorjahr sind jedoch weniger Arbeitslose gemeldet. Und wir gehen davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt mit im Rahmen der Frühjahrsbelebung wieder positiv entwickeln wird. Der Hoyerswerda Shiitake-Hersteller Integra Lausitz hat Insolvenz angemeldet. Am Montag wurde am Amtsgericht Dresden ein entsprechendes Verfahren eröffnet. Seit 2004 produziert die Firma im Gewerbegebiet Künich den asiatischen Speisepilz Shiitake unter anderem für verschiedene Globus-, Marktkauf- und Nettomärkte, vor allem in Ostdeutschland. Noch im vergangenen Jahr war von einer Erweiterung der Produktion die Rede. Das Unternehmen selbst wollte sich am Donnerstag nicht zu dem Verfahren äußern. Hochwasserwarnstufe 2 galt am Donnerstag im Bereich der Schwarzen Elster. Im Laufe des Tages zogen langgestreckte Hochwasserscheitel aus dem Oberland durch. Am Nachmittag sank der Pegel leicht. Laut Prognose des Sächsischen Hochwasserzentrums wird erst in der Nacht ein merklicher Rückgang der Wasserstände erwartet. Allerdings bei den angekündigten Niederschlägen sei aufgrund der sehr feuchten und gesättigten Böden mit erneuten Anstiegen bis in den Bereich der Alarmstufe 1, im Einzelfall auch 2, zu rechnen. Das Überschreiten von Richtwerten der Alarmstufe 3 kann ausgeschlossen werden. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Lagerhalle einer Firma am Schwarzen Weg in Kamenz eingebrochen. Gestohlen wurden unter anderem 5 Klimageräte im Wert von ca. 4.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Herzlich willkommen in der Drehscheibe im Talk. Wir haben jetzt neben uns den Landtagsabgeordneten aus Hoyerswerda, Frank Köcher. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, gestern gab es eine Entscheidung zum Thema Öffnung von Waschanlagen am Wochenende, am Sonntag ganz genau gesagt. Warum hat sich denn Ihre Fraktion dafür ausgesprochen? Na, einheitlich haben wir es zwar nicht gemacht, aber ich persönlich habe mich dafür entschieden, dass ich da meine Zustimmung gebe, weil ich denke, es macht keinen Unterschied, ob die Tankstelle so offen hat oder ob die Waschanlagen bedient werden. Persönlich finde ich es gut, dass dem Rechnung getragen worden ist, dass die Kirchen am Wochenende ihren Gottesdienst durchführen können. Und ansonsten hoffe ich, dass es natürlich eine Belebung in unserer Region gibt. Sie wissen, wir sind nicht weit von Polen entfernt oder auch von Brandenburg, wo das schon gesetzt ist. Deshalb finde ich das. Wie sehen Sie die Argumente der Kirche? Die sagen natürlich Sonntag. Soll es eine Sonntagsruhe geben? Das verstehe ich, aber wir haben ja, wie gesagt, darauf Rechnung getragen und haben im Prinzip den Gottesdienst zugelassen, also dass es im Prinzip Gottesdienste geben kann. Und ich finde, das ist richtig, dass sowas stattfindet. Ich sehe da eigentlich keine Berührungsängste. Dann sagen wir vielen Dank und geben Sie uns die Drehscheibe. Der Januar ist der dunkelste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnung gewesen. Das haben die Meteorologen von wetter.net herausgefunden. Dabei ist Sachsen noch gut weggekommen, denn insbesondere in Westdeutschland schien die Sonne teilweise nur bis zu 20 Stunden. Mehr zu den Wetteraussichten sehen Sie in wenigen Minuten. Musik.
Winterschlussverkauf bei Deko. Qualitätsteppichböden ab 5. Von Vorwerk schon ab 10 Euro der Quadratmeter. Gardinen und Stoffe, der laufende Meter schon ab 1 Euro. Fertige Rollos schon ab 5 Euro das Stück. Und viele weitere Knaller wie SV-Preissenkungen. Nur bei Deko, die Raumidee, Einkaufszentrum Schwarzkolm-Laubusch. Ob neu oder renovieren, alles aus einer Hand. Willkommen beim Finale zum großen Bankentest 2012 von Focus Money. Die gelbe Bank fällt schon auf den ersten Metern zurück. Und die orange-blauen tun sich schwer. Auch die rot-weiße Bank hat Probleme. Auf dem zweiten Platz liegt die blaue Bank. Aber es reicht wieder nicht. Sieger wird zum dritten Mal die Ostsächsische Sparkasse Dresden. Da hat wirklich einer Grund, sich zu freuen. Was für ein Sieg. Hattrick für die Sparkasse. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von KBS Regional TV. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute zum Jahr 2013 und vor allem Gesundheit. Das neue Jahr bringt auch einige Änderungen, so zum Beispiel im Bereich der Minijobs. Minijobber können ab sofort bis zu 450 Euro statt 400 Euro verdienen und außerdem gibt es eine Beitragspflicht bei der Rentenversicherung. Man kann sich aber von dieser Pflicht auch befreien lassen. Was Sie genau beachten müssen und welche Änderungen auf Sie zukommen, das sehen Sie in unserem ersten Beitrag. Für die 6,8 Millionen angemeldeten Minijobber im gewerblichen Bereich in Deutschland bringt 2013 ein ganzes Bündel an Neuerungen mit sich. Am 1. Januar ist die Reform der Minijobs in Kraft getreten, die sich vor allem auf die Verdienstgrenze und die soziale Absicherung in der Rentenversicherung auswirkt. Es betrifft zum Beispiel Verkäufer, Kellner oder Reinigungskräfte, aber auch Hilfen im Privathaushalt. Auch der 25-jährige Jens aus Cottbus jobbt neben seiner Ausbildung als Pizzafahrer. Bisher konnte er dabei maximal 400 Euro verdienen. Nun steigt diese Einkommensgrenze. Doch was muss er dafür tun? Kerstin Löwer von der Minijobzentrale kennt die genauen Gesetzesänderungen. Also zum 01.01. gibt es zwei grundsätzliche Änderungen im Bereich der Minijobs. Zum einen wurde das Entgelt von 400 Euro auf 450 Euro erhöht. Das heißt, das ist eine Maximalgrenze des Entgeltes und der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, diese 450 Euro zu zahlen, sondern es besteht die Möglichkeit, bis zu 450 Euro zu verdienen. Der Minijobber selbst, der kann seinen Arbeitgeber nach einer Lohnerhöhung fragen, aber wenn der Arbeitgeber nicht bereit ist, dieses höhere Arbeitsentgelt zu zahlen, ist der Arbeitgeber dazu nicht verpflichtet. Für den Pizzafahrer Jens bedeutet das, er muss mit seinem Chef sprechen, ob er bereit ist, ihm einen höheren Stundenlohn zu zahlen. Doch das ist leider nur in den seltensten Fällen möglich. Interessant wird es für Minijobber, die mehrere Beschäftigungen ausüben. Hier galt bisher, alle Minijobs zusammen dürfen die Summe von 400 Euro nicht übersteigen. Nun gilt 450 Euro als Maximalgrenze. Gleichzeitig sind alle neu eingestellten Minijobber seit dem 1. Januar 2013 rentenversicherungspflichtig. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt weiterhin seinen Pauschalbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 15%. Und für den versicherungspflichtigen Minijobber heißt das, dass er 3,9% von seinem Arbeitsentgelt dann selbst in die Rentenversicherung einzahlen muss. Dieser Beitrag wird durch den Arbeitgeber abgeführt. Wenn ich mich davon befreien lassen möchte, muss ich als Arbeitnehmer bzw. Minijobber zwingend beim Arbeitgeber einen Antrag abgeben. Diese Anträge sind als Muster bei uns auf der Internetseite zum Download, stehen die bereit. Das Beste ist, bei Beginn der Beschäftigung sofort dem Arbeitgeber diesen Antrag abzugeben. Minijobber sollten sich aber nicht zu schnell von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Denn auch bei jungen Leuten hat dies für die spätere Rente eine wichtige Bedeutung. Sprich, wenn man das mal an einem Beispiel festmacht, wenn wir einen 20-Jährigen haben, der keiner Hauptbeschäftigung nachgeht und parallel zu einer Ausbildung oder einem Studium oder
eine Arbeitslosigkeit 5 bis 10 Jahre einen Minijob ausübt, hält er sich damit über die 5 bis 10 Jahre durch die Versicherungspflicht die Beitragszeiten in die Rentenversicherung offen. Jens wird sich in den nächsten Tagen mit seinem Chef über die Neuregelungen verständigen. Von der Rentenversicherungspflicht möchte er sich aber nicht befreien lassen. Wenn Ihnen das alles jetzt ein bisschen zu schnell ging, dann können Sie das jederzeit auf unserer Internetseite unter www.minijobzentrale.de nachlesen oder Sie rufen auf unserer kostenlosen Hotline an. Die Nummer haben wir für Sie jetzt eingeblendet. Was es sonst Neues bei der Knappschaftbahn See gibt, das sehen Sie wie immer jetzt in unseren Kurzmeldungen. Zahl der Minijobber geht erneut leicht zurück. Die Zahl der Minijobber in Deutschland ist im Vorjahresvergleich erneut leicht zurückgegangen. Wie aus dem Quartalsbericht der Minijobzentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee hervorgeht, sank die Zahl zum Stichtag 30. September um 1,9% auf rund 6,8 Millionen. Minijobber im gewerblichen Bereich bleiben seit Jahren relativ konstant. Die Zahl der Minijobber in Privathaushalten legte dagegen erneut zu. Im Vorjahresvergleich stieg sie um 6% auf rund 242.000. Damit bestätigt sich der Trend, dass immer mehr Privathaushalte ihre Haushaltshilfe bei der Minijobzentrale anmelden, statt schwarz arbeiten zu lassen. Vielleicht sucht Ihr Kind oder auch Ihr Enkelkind noch eine passende Lehrstelle für dieses oder für das kommende Jahr. Die Knappschaft Bahnsee bietet in Cottbus 12 Ausbildungsplätze im Bereich der Sozialversicherung an. Wer steckt genau hinter der Knappschaft Bahnsee? Was ist das für ein Arbeitgeber? Das konnten die jungen Leute auf der diesjährigen Impulsmesse in Cottbus erfahren und wir waren mit unserem Kamerateam dabei. Rund 1.300 junge Menschen, davon 500 im Verwaltungsdienst, befinden sich derzeit bundesweit bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in der Ausbildung und werden für den Start ins Berufsleben qualifiziert. Die KBS sucht auch weiterhin junge Bewerber. Auf der diesjährigen Ausbildungsmesse in Cottbus konnte man sich umfassend über den Arbeitgeber KBS informieren. Ja, wir als Knappschaft sind ein großer Sozialversicherungsträger, bestehend mit einem einzigartigen Verbundsystem aus Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung sowie unserer Minijobzentrale. Und wir beherbergen hier in Cottbus unseren zweitgrößten Standort. Die KBS ist bundesweit tätig. Doch welchen Beruf kann man in der Regionaldirektion Cottbus erlernen? Wir hier in Cottbus speziell bilden Sozialversicherungsfachangestellte aus, eine 3-jährige Facharbeiterausbildung, immer zum 1.8. eines jeden Jahres. Die Betreuung der Nachwuchskräfte erfolgt durch ein qualifiziertes Team von Ausbildern und Lehrkräften. Die Durchführung der praktischen Ausbildung in Ausbildungsteams gewährleisten eine intensive Anleitung und Förderung. Bei der Knappschaft Bahnsee stehen die Versicherten im Mittelpunkt. Folge ist eine kundenorientierte Ausbildung mit Schwerpunkten in Kommunikation und Marketing. Sie sollten Spaß am Umgang mit Gesetzestexten haben, Freude im Team zu arbeiten, aber auch fähig sein, selbstständig arbeiten zu können. Und sie sollen es mögen, Versicherte und Kunden beraten zu können. Wer also noch keine Ausbildungsstelle gefunden hat, sollte sich schnell bei der Knappschaft Bahnsee bewerben. Wenn Sie also Interesse haben, bei der Knappschaft Bahnsee zu arbeiten oder eine Ausbildung vor allem zu machen, dann schauen Sie doch jederzeit auf unsere Internetseite. Da stehen auch alle Adressen, wo Sie sich bewerben können. Ist auf jeden Fall ein spannender Arbeitgeber. Sie lernen verschiedene Bereiche kennen, ob in der Kranken-, in der Rentenversicherung oder halt in der Minijobzentrale. Die Sendezeit ist für heute vorbei. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin vor allem bleiben Sie gesund. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda wird am Freitag in die Kreativwerkstatt zum Basteln und Spielen eingeladen. Wer dabei sein möchte, kann in der Zeit von 14 bis 18 Uhr reinschauen. Im Jugendclub aus Ossi in der Hermannstraße in Hoyerswerda gibt es am Freitag wieder die Brickdance-Stunde mit Micha. Los geht's da, 15.30 Uhr. Der Heimatclub Lauterdorf lädt am Freitag in den Vereinsraum in Lauterdorf zum Skat- und Doppelkopfabend ein, Beginn 19 Uhr. Und im Blow-Up-Kino der Kulturfabrik in Hoyerswerda läuft am Freitagabend der deutsch-österreichische Streifen Die Wand. Um 20 Uhr hebt sich der Vorhang.
Das Wetter, präsentiert von den VBH. Immer wohlig warme Stuben, zuverlässig dank Erdgas und Fernwärme von ihren Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Die machen das, damit ihr Geld in der Region bleibt. Nachts Auflockerungen, gebietsweise schwache Schauer, später meist trocken bei Tiefstwerten um 3 Grad. Am Freitag ebenfalls wechselnd bewölkt bei Höchstwerten bis 9 Grad. Das war die Drehscheibe für Donnerstag. Morgen geht es bei uns unter anderem um die heftigen Temperaturschwankungen in Sachsen. Also schalten Sie wieder ein. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.